Mein Name ist Gudrun Trendafilov. Ich bin Malerin, Grafikerin und wir befinden uns hier in meinem Atelier, klein, fein, wo ich halt arbeite. Mein Name ist Lars P. Krause. Ich bin freischaffender Künstler, arbeite in Dresden. Ihr seid jetzt hier ganz speziell in meiner erst vor einem Jahr eröffneten Siebdruckwerkstatt in der Dresdner Neustadt. Ich arbeite an einer Bilderserie, die eigentlich schon vor 5 Jahren, also spätestens aber 2016, in Zeichnungen entstanden ist. Normalerweise arbeite ich viel für die Musikindustrie, auch für die regionalen Veranstalter, mache Musikposter für Sammler. 2020 hat mir die Gelegenheit gegeben, mich auch wieder mal viel mehr mit meiner eigenen Kunst zu beschäftigen. Die ist nämlich in den letzten Jahren aufgrund der, ich will mich nicht beschweren, vielen Aufträge ein bisschen kurz gekommen. Das Bild auf der Staffelei ist ein ganz neues, da habe ich gerade erst angefangen. Ich habe ein Buch gemacht in der letzten Zeit mit einer Schriftstellerin aus Berlin. Also ich brauche das immer, dass die Dinge alle nebeneinander gehen. Ich kann mich nicht so auf eins konzentrieren. Den Künstler selbst zu fragen, was die eigene Arbeit ausmacht, ist immer ein bisschen schwierig, weil nur subjektive Antworten möglich sind. Ich möchte eigentlich erzählen von mir, weil ich der Meinung bin, dass nur wenn die Menschen sich gegenseitig was erzählen, egal auf welchem Wege, nun ich auf diesem Wege, übers Bild, auch eine Konversation und eine Kommunikation entstehen kann. Und das halte ich für sehr wichtig, gerade im Moment. Ich versuche, Idee und Grafik so zu fokussieren, dass es am Ende auf eine Briefmarke passt und auch auf einer Briefmarke noch zu erkennen sein sollte. Ich glaube, das macht ein gutes Plakat aus. Naja, Dresden bin ja zum ganz großen Teil auch ich, oder sagen wir mal, Dresden ist auch in mir und ich bin in Dresden. Also ich bin ja hier seit dem Studium, seit ich 18 war, bin ich hier. Dresden als Heimat ist für mich enorm wichtig. Es ist eine Kulturstadt, manchmal leider ein bisschen altbacken, aber es sprießt aus jeder Ecke heraus. Also die Szenekunst, das Urbane, gerade hier in der Neustadt, man kann es nicht übersehen. Das liegt jetzt nicht als Landschaft sichtbar in meinen Arbeiten, sondern das ist einfach in mir drin und gehört zu mir. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder alles läuft und dass dann auch wieder Leute in die Ausstellungen gehen und auch wieder mit uns Kontakt aufnehmen können. Mhm.